Oh, was haben wir denn hier Schönes? Hier kann man bestimmt wieder was abgrabbeln. Oh oh, da sind wieder diese scheiß Pflanzen. Ja, ich hasse diese Dinger. So, hier oben treffen die mich wahrscheinlich nicht. Was ist das da? Krieg mich nicht, krieg mich nicht. Oh. Nein. Haut ab. Ach, diese Kackdinger, ey. Oh, ich bin gleich tot. Her mit dem Mana-Trank. Mit dem Elixier, meine ich. Gesundheitstrank. Da hatten auf jeden Fall die Ratten wieder ihren Spaß bei dem da. Denn seine Leute sind eh alle tot. Oh, da schreit jemand. Wo kommt das her? Von da unten? Ah ne, da. Ich suche meinen kleinen Jungen. Es geht ihm nicht gut und ich bin hier runtergefallen. Mein Bein ist verletzt. Hallo? Sie sind doch kein Beiner, oder? Die sieht aber ein bisschen komisch aus. Bist hier runtergefallen. Bitte, mein Knie ist verletzt. Ich glaube, ich kann gehen, wenn Sie mir hochhelfen. Irgendwie traue ich der ja nicht. Die sieht irgendwie komisch aus. Also nicht so gesund. Und angeblich ist sie hier runtergefallen. Das ist bestimmt eine Falle. Ich helfe dir trotzdem. Ich riskiere es einfach mal. Nur aus reiner Neugier allein schon. Geht's Ihnen gut? Oh, Sir. Danke, dass Sie mich gefunden haben. Es ist schrecklich. Hier unten sind so viele furchtbare Dinge. Aber nichts ist so furchtbar. Ja, wusste ich auch. Reiner. Breit nur Hexe. Diese kleinen Schlampen. Boah. Moment, Moment. Scheiße, er kommt her. Wo sind die hin? Boah. Heftig, ey. Du bist leid, die kleine Kröte. Aber jetzt dürfte eigentlich nur eine da sein. Das sind eigentlich also die Brightmoor-Hexen. Ganz schön fiese. Fiese Mädels. Scheiße, wir sind noch mehr von denen. So schlau bist du nicht. Komm raus und spiel mit uns. Zwei Stück. Seht überall nach. Ich hab noch ein bisschen mehr für euch. Und den Kopf könnt ihr auch haben. Oh. Irgendwo ist wieder eine Rune hier oder sowas. Hä? Daud. Locke sagte, sie würden nicht aufgeben. Obwohl sie vor mir kniete und mir all eure Geheimnisse verriet. Ich weiß, wer sie sind, Daud. Ich kenne das Zeichen auf ihrer Hand. Genau wie das meine. Ich kenne ihre Fähigkeiten, aber die spielen keine Rolle.
4 Auserwählte, doch nur einer wird in Erinnerung bleiben. Delilah. Wenn man sich überhaupt an uns erinnert. Schade, kriegen wir leider nicht kaputt. So, Moment, wo ist denn jetzt diese... Da unten ist das Artefakt. Für die kleinen Ratten opfer ich gerne mal eine Granate. Deswegen ist es frei bewegen, ne? Ohne dass sie uns da anknabbern. Vage Gestalt. Okay. Ups. Ohne dieses Teleportieren hätten wir echt ein Problem hier. So, wir müssen irgendwo da nach da hinten. Hier liegt auch noch so eine Olle rum. Die sehen anscheinend alle gleich aus. Früher oder später kommen eh die Ratten und werden dich auffressen. Bestimmt noch mehr von denen. Waren bestimmt nicht alle. Aber die haben es echt drauf. Da wären mir diese Weiner lieber gewesen. Als die jetzt hier. Tyvianisches Erz. Da unten liegt ein Wahltank rum. Ich höre wieder was. Ah, direkt vor meiner Nase. Gucken wir mal, ob wir die ausrüsten können. Ah, scheiße, wir können nur 4 nehmen. Munitionsvorräte, umkämpfte Intonation mit Leichtigkeit. Wegstecken von Waffen, bla bla bla. Du regenerierst Mana etwas schneller. Das kann ich eigentlich eher gebrauchen. Deine maximale Gesundheit wird leicht erhöht. Okay, dann mal hier. Gegnerische Fernangriffe können mit hoher Wahrscheinlichkeit verfehlen. Nachteil, Gegner können nicht besser sehen, ne, das brauche ich nicht. Reichweite und Geschwindigkeit der Kraft anziehen ist erhöht. Ne, das haben wir eh nicht. Okay, an dem Moment. 5 Runen haben wir noch, können wir hier auch was nehmen. Jo, was nehmen wir denn? Teleportieren möchte ich gerne erhöhen. Wenn es hier hält die Zeit an. Okay, komm, das nehmen wir. Mehr kann man leider nicht machen. Gut, gut. So, allzu weit ist es nicht. Oh. Da sind wieder 2 von denen. Delilah will uns bestimmt aus dem Weg räumen, wenn ihr Ritual fertig und vorbei ist. Warum? Denk mal nach. Sie hat Angst vor uns. Wenn der Wandel kommt, will sie nur die schwächeren Schwestern um sich haben. Das ergibt keinen Sinn. Delilah gibt uns unsere Kraft. Ohne sie würden wir im Mondlicht tanzen und Dummheiten machen. Du musst dich irren. Und warum hat sie uns dann hergeschickt? Ihm direkt entgegen. Ich wünschte mir, dass er schon da wäre. Da meine ich mich schon uns nicht.
die könnten ein Problem werden, die zwei. Ja, wo sind die hin? Ihr seid auf jeden Fall hier irgendwo. Ah, da oben. Wirklich, Schwester. Du solltest dich mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Ja, die kann jederzeit... Die kann jederzeit hinter mir auftauchen. Da die sich ja auch hier durch die Gegend beamen können. Okay, aber da oben ist eine. Mega weit weg. Okay, die haben wir. Es müsste eigentlich nur noch die andere da sein. Aber wo steckt die? Ja, wo bist du denn? Ah, da unten. Nee, das war nur ein Weiner. Da oben hängt die. Scheiße. Hab ich gegen das Gitter geschossen. Ich mach mir eine Kette aus deinen Zähnen. Laber nicht. Und tschüss. So, hier liegt doch noch ein Mana-Trank. Den kralle ich mir auch noch. Ach scheiße, das ist gar kein Mana-Trank. Hier ist wieder irgendwo ein Artefakt. Das ist, glaube ich, da unten. Oh. Nein, hau ab. Ja, diese scheiß Weine, ey. Ja, hier. Kotzt den anderen an. Oh, da sind die Ratten. Ich dachte schon, was sind das für Geräusche? Ja, schick, hier wächst irgendwas. Tschüss. So, wo ist denn dieses Artefakt? Kurbelrad? Ah, da ist eine Rune. Hä, wo ist sie denn? Irgendwo in einem anderen Raum. Ja, das nehmen wir natürlich auch mit. Oh oh. Haut ab! Scheiß Viecher. Dabei fütter ich euch immer so schön. Okay, sonst scheint es hier nichts zu sein. Den Tank nehmen wir mal mit, vielleicht brauchen wir den noch. Man weiß ja nie. Jemand hat den Schlüssel, bla bla bla, ja, den haben wir schon gefunden. Ah, zack. Müssen wir natürlich mal drehen, ich weiß, aber gucken, ob hier noch was ist. Ne, leider nichts. Hm. Ah, klemmt irgendwas. Ah, wo klemmt's denn? Ach so, die Pflanzen da unten. Aha. Weg mit dich.
Und zack. Damit sollte das Wasser wieder fließen. Und jetzt zu dieser Zündspule. Schön, schön. Dann haben wir das auch erledigt. So, sonst war ja nichts hier. Ja, okay. Und wieder zurück. Kommen wir da durch. Eine kleine Abkürzung. Den brauchst du jetzt nicht mehr. Ah, Schlüssel zur Wohnung des Mechanikers. Aufgabenliste des Hutmacher-Mechanikers. Eine kaum lesbare Liste voller Blut- und Fettflecken. 9 Schraubenschlüssel besorgen. Alter vom Flusskriecher verschlungen. Wasserzufluss für Tümmel überprüfen. Hoffentlich keine Ratten. Ochsenrausch im Kanal suchen. Maggie steht auf Rot. Maggie meinen Schrankschlüssel geben, damit sie ihre Sachen diese Woche in meine Wohnung bringen kann. Aha. Okay, da kommen wir nicht lang. Aber hier kommen wir lang. Oh, guck mal, was liegt denn da? Ein Mana-Trank. Wow. Diese Wix-Dinger. Hallo, geht's noch? Schnell weg hier. Boah, ey. Die Dreckspflanzen, ey. Die nerven echt tierisch. Oh, da fließt das Wasser wieder. Da wird der Opa sich freuen. Ja, hier sind auch wieder Leute von dem. Das heißt, falls wir gleich Ärger kriegen, kriegen wir wieder mit dem ganzen Volk hier zu tun. Aber egal, mit dem wären wir schon fertig. Das wäre gelacht, wenn nicht, oder? Da bin ich wieder. Erledigt. Aber ihre Männer werden sie wohl nicht wiedersehen. Hallo, Dora. Das ist gerade der Alte sagt, wir haben einen Deal. Die Kombination lautet... Ja, wie lautet die denn? 165. Okay. Dann gehen wir mal in den Maschinenraum. Ah ne, da kommen wir nicht lang. Hä? Was ist denn los? Nur weil ich mir jetzt aus, dass ich in den Kopf gesprungen bin. Boah, mach keinen Scheiß, Mann. Egal, haben wir ein schneller Ding und dann hauen wir ihn wieder ab hier. Oh. Und tschüss. Ja, ein bisschen Verschwendung für so Paraten, aber egal. So, da haben wir die Spule. Blech und Kabel. Aber wenn mich das der Leila ein Stück näher bringt, dann soll es so sein. So, gibt es hier eine Abkürzung? Ja, da kommen wir nur in die Kanalisation. Aber gucken wir einfach mal, vielleicht ist das eine Abkürzung. Ach, jetzt sind wir hier. Ah. Ne, das bringt uns hier nichts.